Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Das neue FIFA Mobile Event ist endlich draußen. Day of the Dead, der Tag, der Todestag, Day of the Dead, Todestag Event. Torpunkte, Day of the Dead Spieler im Shop gibt es. Und ich war noch nicht einmal im Event drin, Leute. Ihr seht jetzt hier meine Reaktion auf das neue Event. Meine Reaktion auf das neue Day of the Dead Event. Let's go, wir gehen mal rein, Leute. Let's go, let's go, let's go. Die 20 Uhr Folge, da hatte ich euch schon angedeutet, dass eventuell, wenn ihr die 20 Uhr Folge anseht, dass vielleicht das neue Event draußen ist. So, wir gucken uns an. Kapitel 1, das Feld. Setze Feldenergiepunkte ein, um Spiele zu spielen und Freistoß-Token und Boni zu erhalten. Also, man setzt Feldenergie ein. Bam, bam, bam. Oh, das muss ich schon wieder sagen, finde ich nervig. Wieso kann man denn bei einem Event nicht mal seine normalen Energiepunkte verwenden? Wofür gibt es die normalen Energiepunkte überhaupt? Man spielt doch nicht 100 versus Angriffsspiele am Tag. Wofür kann man die sonst einsetzen? Ja, die normalen Energiepunkte für die Welttour und... Aber wieso gibt's... Also das ist ein Schritt in die falsche Richtung, die pro Event halt immer Event-Energiepunkte zu haben. Finde ich nicht gut, muss ich sagen. Finde ich nicht gut, aber ich will es jetzt nicht direkt schlecht reden am Anfang. Willkommen beim Day of the Dead Event. Mal gucken, was man hier machen kann. Skillboost-Karten nehmen, weil die ganzen mexikanischen Spieler, die interessieren mich eigentlich nicht. Okay, Chicharito, die kleine Erbse, der sieht schon geil aus, ne? Das Design ist mal wieder, also das Design ist mal wieder top von EA. Aber wenn das Design das einzige top ist, was halt, wenn das Design das einzige ist, was top ist, ja, also ich weiß nicht, ich habe gemischte Gefühle, ich habe ein bisschen... mehr erwartet, kann man das so sagen? Ich habe ein geileres Event erwartet. Für mich eines der geilsten Events, Leute. Für mich ist eines der geilsten Events das Team of the Year FIFA 18 Mobile Event und das Weihnachts-Event FIFA 18 Mobile. Das waren so geile Events, ne? FIFA 18 Mobile Winter, also das Weihnachts-Event und das Toti-Event.
Wenn ihr auch schon lange Zeit dabei seid oder FIFA 19 Pro Mobile vielleicht komplett durchgezockt habt und FIFA 18 Mobile, FIFA 17 Mobile habe ich erst am Ende gespielt, da kann ich nicht beurteilen, wie die Events waren, weil ich mich da erst so ein bisschen reingefuchst habe in FIFA Mobile, aber FIFA 18, FIFA 19 Mobile war ich komplett am Start, FIFA 18 Mobile, Weihnachts-Event, Team of the Year Event, schreibt mir mal eure Lieblings-Events unten rein in die Kommentare. Ich will jetzt nicht sagen, das Day of the Dead Event ist komplett Schmutz, komplett schlecht, aber ein bisschen mehr hätte ich dann doch schon hier erwartet. Klar, man kriegt wieder relativ easy, sage ich mal, die Skillboost-Karten. Aber man kann halt täglich so gefühlt 10 Minuten spielen. Und das war's dann mit dem neuen Event. Genau das ist ja, was mich stört. Man kann 10 Minuten spielen und man ist dann halt durch mit dem Event. Oder sehe ich das falsch? Oder? Ist doch einfach so. Das finde ich nicht so geil, muss ich sagen. Klar, die CPU-Spiele dauern halt ein bisschen länger. Weiß ich, aber hier. Genau, hier, gegen den 70er, Leute, ich spiele jetzt mit einem 96er-Team gegen den 70er-CPU-Team. Wo ist das hin, dass man mal versus Angriff spielt in einem Event? Wieso macht man das nicht so? Das ist einfach, pro versus Angriff-Sieg kriegt man einen Torpunkt oder so. Wieso nicht sowas? Wieso nicht einfach, man muss nicht immer komplett weit denken, sondern manchmal ist einfacher. Manchmal ist weniger mehr. Wisst ihr, manchmal ist weniger mehr. Versus Angriff, Sieg, ein Torpunkt. Dann kann man 50 Mal ein Skillspiel machen. Und mit Glück kriegt man halt auch Torpunkte. So wie es in FIFA 18 Mobile auch war. So fand ich das gut. Ich fand das gut in FIFA 18 Mobile. Aber jetzt spielen wir erstmal gegen den CPU. Geil. 5 Minuten gegen den CPU spielen. Und ich spiele hier. Leute, ich kann mein Handy liegen lassen. Ich spiele nicht mehr. Ich kann mein Handy liegen lassen. Ich muss nichts machen. Leute, ich kann mich jetzt hier hinsetzen und mich zurücklehnen. Oh Leute, ich hatte gerade noch einen Einfall. Ich würde solche Events gut finden. Jetzt haltet euch fest, wirklich. Ich würde solche Events gut finden, wenn es aber 2-3 Events parallel gibt. Dann würde es ja klar gehen, ne? 2-3 Events parallel mit dem gleichen Konzept, sage ich mal, hätte ich nichts dagegen. Oder man macht halt ein geiles Event. Oder man macht halt 3 solcher relativ wenig Spiel-Events. Keine Ahnung, wie man es nennt. Ja, wie gesagt, also das wäre auch noch eine Möglichkeit, die EA machen könnte. Ne? Halt mal fest, ich finde das Event, wenn ich eine Bewertung abgeben müsste von 10 Punkten, 0 bis 10 Punkte, würde ich dem Event 5 Punkte geben. 4 Punkte vielleicht sogar eher. Weil A, sind alle Spieler, die man hier bekommen kann, für mich uninteressant, sind alles nur mexikanische Spieler. Wer von euch hat ein mexikanisches Team? Klar, man kann den Chicharito oder so in ein anderes Team einbauen. Klare Sache. Oder halt auch den, wen kann man hinten noch bekommen? Weil Chicharito spielt ja in der, wo spielt ein Chicharito eigentlich zurzeit? In der La Liga. Also wer ein La Liga-Team hat, kann den Chicharito sehr gut einbauen. Wer einen Serie A-Team hat, kann Hering Lozano einbauen. Hat richtig gute Stats. 92er-Karte. Sieht auch sehr geil aus, der Spieler. Ja. Genau, also meine Bewertung sind so 4 bis 5 Punkte. Eure Bewertung, schreibt sie mal unten rein in die Kommentare. Ich denke mal, morgen werden wir dann in der 20-Uhr-Folge vielleicht das ein oder andere Pack öffnen. Muss ich mir noch überlegen. Ich denke aber schon. Was ist das denn hier? 80% Rabatt, 20 Torpunkte. Man kann einen Spieler ziehen. Okay. Was hat man noch hier für Packs? Ein Corona kann man hier kaufen. Ein Rechtsverteidiger Corona, den brauche ich aber nicht. Nee, also den. Aber 45 Torpunkte sind schon saftig, ne? Was ist das hier? Ach man kann sich Feldenergie kaufen für Münzen. Ja moin. Lasst euch überraschen. Ich denke mal, das ein oder andere Pack werde ich sicherlich morgen öffnen. Das soll es gewesen sein mit meiner Reaktion auf das neue Day of the Dead Event. Eure Bewertung unten rein. Ich bin mal auf eure Meinungen gespannt. Lasst uns diskutieren unten in den Kommentaren. Ich bin jetzt raus. Haut rein und tschüssi.